Hallo und einen schönen guten Tag. Heute möchte ich euch mal dieses Muster zeigen. Seht ihr? So. Das wird dann aneinander gereiht. Das heißt, ihr fangt hier nach dieser linken Masche, fangt ihr sofort wieder mit dem neuen Muster an. Ihr könnt auch, wenn ihr sagt, ich will die linke Masche gar nicht haben, auch sofort hier wieder mit dem Muster anfangen. Das heißt, dann wäre diese Masche hier eure erste Masche. Dann fangt ihr denn da wieder mit an. Und so könnt ihr es fortlaufen machen oder ihr könnt es dann auch vorne an der Jacke als Bordüre hochlaufen lassen oder nur hier unten so ein Stück machen, dass ihr sagt, ich finde das so auch ganz schön. Wenn ich das nur unten habe, sieht auch toll aus. Aber gut, wofür es nachher verwendet, ist eine andere Sache. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie man dieses Muster strickt. So, wir fangen an. Das ist eure erste Reihe. Hier. Ich habe hier unten ein kleines Bündchen gestrickt und bin dann angefangen. Hier auch sofort. Ich habe 1, 2 Reihen rechts hoch gestrickt und dann können wir hier oben anfangen. So, wir fangen an. Unsere erste Reihe. Ich habe meine Randmaschen hier. Das ist meine rechte Masche noch. So, und noch meine linke. So. Das sind die Maschen, die ich für mich habe, diese 4 Maschen, die ich denn dazu brauche, um das Ganze ein bisschen einzurahmen, damit es schön aussieht, so wie ich es jetzt hier auch habe, damit ihr ein Bild dafür bekommt, wie es aussieht. Wir fangen an mit, wir heben eine Masche, heben wir ab. Die nächste Masche stricken wir und die nicht gestrickte Masche heben wir über die gestrickte Masche. Ja? So, jetzt stricken wir 1, 2 Maschen rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag. Und jetzt 5 Maschen rechts, 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir hier die letzten 2 Maschen von unserem Muster. Und die stricken wir rechts zusammen. So. Ja? Die stricken wir rechts zusammen. Seht ihr? Dann habt ihr das hier so zur Seite liegen. Wie hier unten auch. So. Und wieder meine linke. So. Jetzt wenden wir die Arbeit. Und da müsst ihr aufpassen. Wir stricken hier alle Maschen, wie sie erscheinen, also rechts oder links. Ja, so wie ich habe jetzt zum Beispiel hier meine Randmaschen, die 4 und die eine Masche, die ich brauche, um das Ganze ein bisschen einzurahmen. Und jetzt haben wir hier eine rechte und jetzt stricken wir diese Maschen links. So. Wir wenden die Arbeit wieder und stricken jetzt die nächste Reihe. Da fangen wir an, wieder unsere Randmaschen zu stricken. Hier nehmen wir grundsätzlich immer eine Masche ab. Das bleibt immer am Anfang so. Ihr habt immer diesen gleichen Muster, eine abheben, also eine abheben, eine stricken, drüber ziehen. Das ist immer eure erste Masche oder eure erste Tätigkeit. So, jetzt stricken wir eine Masche rechts, ein Umschlag, 1, 2, 3 rechte Maschen, ein Umschlag und 4 rechte Maschen, 1, 2, 3, 4 rechte Maschen und diese Maschen stricken wir wieder rechts zusammen. Seht ihr? So sieht es jetzt auch bei euch aus. So. Ja? Okay. Und wir stricken hier weiter, wenden die Arbeit.
Strecken die Maschen so, wie sie erscheinen. Auch hier den Umschlag links stricken. Hier ist wieder ein Umschlag. Faden vor der Arbeit legen und dann links stricken. So. Die Arbeit wenden. Ich will hier meine Randmaschen. Die erste Masche, wie ich jetzt eben schon sagte, die wird grundsätzlich immer abgehoben und drüber gezogen. Das ändert sich nicht. Ja? So, jetzt nehmen wir einen Umschlag und wir stricken 1, 2, 3, 4, 5 und nehmen eine Masche, also einen Umschlag und stricken 3 Maschen. Ja, 1, 2, 3. Immer bis 2 Maschen hier überbleiben und die stricken wir dann rechts zusammen. Ja, das könnt ihr euch merken, ihr müsst immer 2 über haben, weil die werden auch genau wie hier am Anfang, hier vorne nehmt ihr eine ab, strickt eine und zieht sie über und hier oben hinten am Ende strickt ihr halt diese 2 rechts zusammen. Dann habt ihr das ganze Muster so ein Stückchen weit eingerahmt. So, wir drehen die Arbeit wieder, stricken wieder alle Maschen, wie sie erscheinen. Ihr habt sicher gemerkt, ich stricke mit 2 unterschiedlichen Nadelstärken. Ich kann euch auch sagen, warum. Ich bin eigentlich eine Strickerin, die sehr fest strickt. Und wenn ich ein Muster drin habe, bekomme ich meistens meine Nadel nicht dadurch und bin dann ach, da am Rumwursteln, bis ich die dann durch habe, bis ich das durchgezogen habe. Deswegen habe ich immer eine dünne und eine dicke Nadel. Also ich mache das so, wer auch die Schwierigkeiten hat, dass er sehr fest strickt, der kann sich das überlegen, ob er das auch so machen möchte. Das tut dem Muster im Grunde genommen keinen Abbruch. Ja, so, wir sind wieder am Anfang angekommen. Jetzt eine Masche wieder abheben, eine stricken und die abgehobene über diese Masche ziehen. Ja, jetzt stricken wir 1, 2, 3, 4, 5. Einen Umschlag, eine Masche rechts, einen Umschlag. Und 1, 2 rechte Maschen und die 2 rechten wieder zusammenstricken. So. So, wir wenden die Arbeit. Stricken wieder alle Maschen, wie sie erscheinen. Ich stricke linke Maschen immer so. Es gibt ja auch Leute, die anders stricken. Ich nehme immer den Faden so bei der linken Masche, den Faden vor der Masche und ziehe den so durch. Und bei rechts mache ich hinten und hole mir den so. Nicht, dass das irritiert, wenn es manchmal ein bisschen schnell geht. Irritiert es auch, aber das soll es nicht. So, wir fangen wieder an mit unserem Muster jetzt. Wieder unsere erste Masche, wo sich ja nichts dran verändert. Da drüber ziehen. So. Und jetzt stricken wir 4 Maschen. 1, 2, 3, 4. Ein Umschlag. Und jetzt stricken wir 3 Maschen. 1, 2, 3. Und ein Umschlag und eine Masche stricken. Und unsere 2 zusammen.
So. Wir wenden die Arbeit wieder und stricken unsere Maschen, so wie sie erscheinen. So. Wir wenden die Arbeit wieder. So sollte es bei euch bis jetzt aussehen. Ja? So. Hier und da. Ja? So. So. Hier sind wir wieder angekommen am Anfang von unserem Muster. Masche abheben, eine stricken, Zier drüber ziehen. Ja, dann habt ihr hier so eine schöne gerade Linie. Und jetzt stricken wir 1, 2, 3, nehmen einen Umschlag und stricken 1, 2, 3, 4, 5. Einen Umschlag und diese zwei hier zusammenstricken. Ja. So. Und wieder meine Randmaschen. So. Wenden die Arbeit wieder. Stricken wieder alle Maschen, wie sie erscheinen. Wenn irgendeiner was nicht versteht oder ich erkläre es zu schnell, meldet euch. Dann kann ich irgendwas korrigieren. So. So sieht es von der linken Seite aus. Und so sieht es jetzt von der rechten Seite aus. So. Das ist euer Muster jetzt, was ihr jetzt so gestrickt habt. Und jetzt fangt ihr im Grunde genommen wieder mit der ersten Reihe an. Das ist das ganze Muster. Und wie gesagt, wenn ihr neu anfangen möchtet, könnt ihr mit der ersten Masche sofort hier wieder neu anfangen. Dass ihr hier anfangt, diese zwei Maschen, hier die zwei, schon übereinander zieht, eine abhebt, einen Rand und fangt dann mit dem ganzen Muster neu an. Ja? So wäre es denn. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem kleinen Muster, was ich euch jetzt hier so gezeigt habe. Das heißt, wenn irgendwelche Fragen sind oder sonstiges, fragt mich. Aber ich, wie gesagt, ich helfe jedem gerne weiter und viel Spaß bei diesem kleinen Muster. Wünscht euch Ute.